in der Samara Arena in Samara, erbaut im Jahr 2018 mit einer Kapazität von 45.000 Zuschauern, erwartet uns das erste Spiel der Gruppe E. Costa Rica gegen Serbien heißt es. Und ja, Costa Rica. Für mich ist das irgendwie so, weiß ich nicht. Die sind irgendwie immer dabei. Aber ich meine, gut, Keylor Navas im Tor, der sagt mir natürlich was, aber ansonsten ist diese Mannschaft irgendwie für mich so, weiß ich nicht. Ich meine, die scheint ja was drauf zu haben, es würde sicherlich immer wieder für die WM zu qualifizieren, aber irgendwie ist das für mich irgendwie so dieser ewige Underdog. Ich traue denen irgendwie nie was zu und naja, ich bin auch irgendwie immer wieder verwundert, wenn ich sehe, Costa Rica ist dabei. Oh, haben die sich schon wieder qualifiziert? Okay, gut. Also irgendwie ist das so eine Mannschaft, die ich nie auf dem Schirm habe, die aber irgendwie immer wieder dabei ist. Von daher irgendwie so eine gefühlte Wundertüte. Ich bin mir jetzt gerade nicht so ganz sicher. Es kann sein, dass ich da was verwechsel oder durcheinander bringe. Aber waren die das, die noch als Gruppenerster damals bei der, war das die WM, wo England-Gruppe, wo die Erster geworden sind und England sich dann direkt verabschiedet hat oder so? War das nicht irgendwie so? Oder war das die Spanien-Italien-Gruppe, wo Spanien und Italien rausgeflogen sind und Costa Rica plötzlich Gruppenerster war? Irgendwas war da. Kann sein, dass ich jetzt gerade mit einer anderen Mannschaft verwechselt habe. Ich meine, das war Costa Rica. Also theoretisch ist da vielleicht eine Überraschung möglich, aber so rein theoretisch wiederum traue ich es denen dann doch irgendwie wieder, meine ich, zu. Ich lasse mich gerne eines Besseren lernen, denn in dieser Gruppe haben wir mit Costa Rica und Serbien noch zusätzlich die WM-Teilnehmer von Brasilien und der Schweiz. Und Brasilien ist natürlich bei der unfassbar dominanten Qualifikation, die sie gespielt haben, ganz klarer Favorit. Und die Schweiz hat jetzt auch keine No-Name-Mannschaft. Von daher starten wir in die Partie, in die Prognose. Und ich gehe einfach mal, meine persönliche Meinung ist, dass es für beide Mannschaften hier schwer wird. Wobei die Schweiz auch häufiger mal unter ihren Möglichkeiten spielt. Rein vom Kader her haben die oftmals sehr, sehr viel mehr zu bieten, als sie eben tatsächlich in den großen Turnieren gezeigt haben. Bei der Weltmeisterschaft, beim Weltmeisterschaftstitel von Spanien 2010... war die Schweiz tatsächlich die einzige Mannschaft, die Spanien besiegen konnte. Also Spanien hat am Ende sogar eine Niederlage, nämlich in der Gruppenphase gegen die Schweiz. Allerdings kam seitdem nicht mehr wirklich viel von der Schweiz, sogar in der EM im eigenen Land, das Vorrunden aus. War, denke ich mal, einer der Tiefpunkte, wo man dann sich irgendwie doch erhofft hatte, dass sie mit dabei sind. Trotz alledem sehe ich sie zumindest aktuell stärker als Serbien oder auch Costa Rica, aber wie gesagt, die sind auch dafür gerne mal bekannt, dann nicht ihre Leistung abzurufen. Von daher, ja, sehe ich Brasilien hier als ganz, ganz klaren Favoriten. Vielleicht sogar als, zumindest meiner Meinung nach, vor der WM, vorm WM-Start. Ich nehme das ja alles noch vorm WM-Start auf, natürlich. Ist das für mich sogar der eindeutigste Gruppensieger bislang. Also wenn ich mir alle Gruppen so angucke, ist Brasilien irgendwie die Mannschaft, die ich, von der ich sagen würde, yo, also die wird höchstwahrscheinlich, also ich könnte mir nicht vorstellen, was passieren kann, dass die nicht als Gruppenerster hier rausgehen. Aber was war das bitte für ein wunderschönes Tor von Costa Rica? Unhaltbar in den Winkel gekloppt. In der 12. Minute. Da steht da ganz frei, aber auch diese Direktabnahme, perfekt in den Winkel, da war nichts zu halten. Marco Urena bringt Costa Rica da direkt auf Kurs, vielleicht eine der beiden Mannschaften zu sein, die mich persönlich hier in dieser Gruppe überrascht. Und dann theoretisch in der Schweiz vorbeiziehen zu können. Doch ist natürlich eine ganze Menge zu spielen. Also, wir wollen uns jetzt hier nicht von der Situation in der 12. Minute das Spiel entscheiden lassen. Aber das war schon mal ein sehr guter Auftakt. Damit läuft auch erstmal alles nach Plan für die Costa Ricaner, die jetzt hier direkt zur nächsten Chance kommen und nur leicht verziehen. Das wäre fast das 2:0 in der 17. Minute gewesen. Serbien hier bislang noch überhaupt nicht präsent. Die müssen noch 2-3 Schippen drauflegen. Ansonsten wird das hier heute nichts mit ihrem ersten Auftritt in der Weltmeisterschaft 2018 in Russland.
Nächste Chance, nächster Ball in die Spitze. Da ist allerdings Nastasic, der Mann, der gerade erst auf Schalke verlängert hat. Der passt da hinten gut auf und fängt den Ball ab. Costa Rica ja eigentlich mit einer sehr, sehr defensiven Formation hier angetreten. Mit nur einem einzigen wirklichen Stürmer. Ansonsten einer Fünferkette und einer davor herrschenden Viererkette und einem einzelnen Offensivmann. Wundert mich, wie die hier überhaupt zu diesem Offensiv drankommen aktuell. Aber sie tun es. Serbien hat, wie gesagt, momentan Probleme. Die haben wahrscheinlich, nachdem wir die Aufstellung gesehen haben, auch mit einem deutlich defensiveren Costa Rica gerechnet. Als das, was jetzt tatsächlich geworden ist, letztendlich. Aber Matic immerhin mal mit dem Versuch außer Distanz. Aber doch noch deutlich daneben. Immerhin mal eine Torannäherung. Den Weg aus der Defensive in die Offensive findet Costa Rica jetzt aber gerade etwas schlechter. Von daher hat Serbien jetzt hier die Chance, sich zumindest dadurch mal etwas weiter nach vorne zu arbeiten. Und auch mit diesem wunderschönen Kombinationsspiel jetzt mal nach vorne zu kommen. Tadic bekommt auch den dritten Ball. Und jetzt ist die Situation jetzt geklärt und jetzt ist die theoretische Konterchance da. Wie spielt Costa Rica das aus? Bis hierhin sehr gut. Bis hierhin sehr gut. Wunderschön geschickt. Und das war eine Zentimeterentscheidung. Nicht nur, dass er nicht an den Ball gekommen ist, sondern auch, dass er im Abseits stand. Von daher viel Unruhe um nichts. Eine Abseitsposition. Denn die Abseitslinie soll ja tatsächlich jetzt zur WM funktionieren, nachdem wir das hier in der Bundesliga ein komplettes Jahr lang nicht zum Laufen bekommen haben. Funktioniert es wohl in der WM und wenn es in der WM gut funktioniert, haben wir es nächstes Jahr auch in der Bundesliga. 5 mich eigentlich, als ich damals von der Einführung des Videobeweises gehört habe, die sinnvollste Änderung des Regelwerks, dass man jetzt jede eventuelle rote Karte und jeden eventuellen Freistoß und jeden eventuellen Elfmeter überprüfen muss, ist halt auch okay, kann man machen, wenn es denn dann funktioniert und wenn es denn vernünftig kommuniziert wird, dann ist das alles in Ordnung. Aber die Abseitslinie ist eben genau das, wo man eben sagen muss, okay, ist eben genau das, wo man sagen muss, eine Zentimeterentscheidung teilweise, es ist für das menschliche Auge nicht zu sehen. Manchmal sehen sie es, manchmal sehen sie es nicht, manchmal sehen sie es falsch und mit so einer kalibrierten Linie funktioniert das alles besser, aber um die müssen wir uns hier nicht kümmern, denn das war definitiv kein Abseits. Und das war der nächste Schuss, unhaltbar in den Winkel, zum 2:0. Costa Rica spielt Serbien hier tatsächlich mit brillanten Schüssen an die Wand, wieder völlig frei da oben, legt sich den Ball doch mal auf den rechten Fuß und haut den wieder unhaltbar in den Winkel. 2 Schüsse, 2 unhaltbare Tore. Was Agüero, Higuain und Co. hier bislang in unserem Prognosespiel nicht hinbekommen haben, das führt uns die Stürmer von Costa Rica hier gerade vor. Die im erneuten Vorwärtsgang sind. Der Pass kommt allerdings nicht an. Aber Serbien kommt auch überhaupt nicht in die Zweikämpfe. Costa Rica hat da unfassbar viel Freiraum. Kompakte Defensive, die Fünferkette und die vorherige Viererkette lädt natürlich auch zu langen Ballstaffetten ein, wenn man im Ballbesitz ist. Grundsätzlich auf dem Papier, wie gesagt, sieht das erstmal aus wie komplettes Mauern. Aber wenn man dann auf Ballbesitz spielt und so eine kompakte, zumindest defensive Mittelfeldreihe hat, dann kann man daraus natürlich auch sehr, sehr viel und sehr, sehr gute Kombinationen machen. Allerdings Riesenchance hier für Serbien. Und da rennt Keylor Navas beinahe mit dem Ball ins eigene Tor. Kann ihn aber noch rechtzeitig klären. Und das war auch die letzte Aktion der ersten Hälfte. Da hatte Serbien nochmal die große, große Chance zum Ausgleich. Weil Costa Rica den Ball nicht aus dem eigenen Strafraum klären konnte. Im Endeffekt ist das Spiel eigentlich ausgeglichen. Aber durch 2 Traumtore von Costa Rica steht es hier 2:0. Allerdings heißt das auch, dadurch, dass das Spiel bislang eher ausgeglichen war, dass das hier, ja, auch noch nicht entschieden ist. Das zeigt uns Serbien hier gerade. Warum er jetzt da abschließt, das weiß er wohl nur selber.
hatte eigentlich jetzt gerade sehr, sehr viel Platz, um noch ein Stück zu laufen und sich eine noch deutlich bessere Schussposition zu erarbeiten, hat sich für den Schuss entschieden. Ob das jetzt die richtige Entscheidung war, kann man eigentlich im Ergebnis dann absehen. Das war nämlich nichts. Tadic auf der Außenbahn, kommen sie nicht durch. Wie gesagt, die Fünferkette da hinten sehr kompakt, lässt da eigentlich nicht viel durch. Gerade deshalb hätten sie aus der Chance gerade eben eigentlich mehr machen müssen, die Serben. Costa Rica jetzt wieder mit einem sehr späten Abspiel. Zum Glück ist das nicht schief gegangen. Aber Guzman macht da tatsächlich einige Fehler. Und jetzt ist durch Mitrovic da die Chance. Guter Ball auf Tadic. Oben stehen zwei Spieler ganz frei. Puh. Wenn man Gamboa das Ganze nochmal spannender als hätte sein müssen, den hätte Navas ganz locker aufsammeln können. Stattdessen gibt es den Eckball für Serbien. Sind sie kopfballstärker? Ich würde tatsächlich mal behaupten, ja. Und der ging schon nur ein paar Zentimeter vorbei. Serbien drückt jetzt deutlich mehr. Wir haben jetzt auch 3:9 Schüsse. Serbien hier also tatsächlich die aktivere Mannschaft. Aber es steht nach wie vor 2:0 für Costa Rica. Rui. Rena mit der Möglichkeit auf seinen zweiten Treffer heute. Geht da mal nichts draus. Aber Serbien hält auch zu inkonsequent in ihren Angriffen. Campbell, der ist frisch reingekommen. Der kann noch mal so einen schönen Lauf starten, aber so wird das auch nichts. Halbe Stunde noch zu spielen. Wenn Serbien hier tatsächlich noch gewinnen will, dann muss jetzt relativ bald der Anschlusstreffer her. Ansonsten kann man hier maximal noch auf ein Unentschieden gehen. Ein Tor alle 10 Minuten klingt noch realistisch. Ein Tor alle 5 Minuten wird dann eher unwahrscheinlich. Aber je mehr man in die Offensive geht auf Seiten der Serben, umso mehr Kontergelegenheiten bieten sich natürlich auch für die Costa Ricaner. Da ist der frische Campbell. Da hat er so viel Zeit gehabt, ich hätte sogar mit dem Fuß nehmen können. Der Kopfball war hier wohl die schlechtere Entscheidung. Jetzt gibt es aber mal die Konterchance über Kostic. Und da drüben steht Tadic komplett frei. Das muss es doch sein, oder? Das muss es doch sein. Aber der Abschluss unfassbar schwach. Und mit dem starken Keylor Navas da hinten im Tor. Da muss man schon mit einem besseren Schuss kommen. Das war keine gute Klärung da hinten. Und das war ein sehr guter Schuss. Aber Keylor Navas wird jetzt tatsächlich mehr und mehr gefordert. Ist ein ganz wichtiger Mann hier. Ohne ihn könnte hier auf jeden Fall das Spiel zumindest knapper sein. Aber nach wie vor steht diese 2-0-Führung. Aber trotzdem bemerkenswert, dass trotz Fünferkette Costa Rica jetzt immer und immer mehr Chancen zulässt. Eigentlich sollte ja gerade die dafür sorgen, dass man jetzt halt besonders gut absichern kann mit so einem 2-0-Führungstreffer im Rücken. Aber Tadic spielt da die Gegner aus. War das Abseits oder war das kein Abseits? Das war kein Abseits. Nächster Wechsel auf Seiten der Serben. Und der nächste Fehlpass bei den Costa Ricanern. Sie sind komplett aus dem Spiel. Spielt nur noch Serbien hier. Hier spielt ausschließlich nur noch Serbien, aber. Und das muss man eben auch so behaupten. Es steht trotzdem nach wie vor 2-0. Jetzt ist aber die nächste große Chance. Und der nächste schwache Abschluss. Also definitiv. Die Führung für Costa Rica kann man natürlich definitiv Keylor Navas anrechnen, aber auch der extrem schwachen und ineffizienten Offensive der Serben. Bis in den Strafraum kommen sie jetzt extrem oft. Aber die Stürmer versagen völlig vorm Tor. Jetzt allerdings nicht. Und da ist der Anschlusstreffer. Und in das Ganze in der 78. Minute. Und da ist noch einiges möglich. Da ist noch vieles drin. Milinkovic-Savic.
mit dem Tor. Zumindest der Ausgleich liegt hier in der Luft. So unfassbar dominant, wie Serbien hier seit der zweiten Hälfte spielt. Wie gesagt, mit etwas besseren Abschlüssen wäre das Spiel hier schon längst gedreht. So ist es hier immer noch unfassbar spannend. Und das schwächere Team führt. Und zwar mit wegen solchen Dingern. Ruiz mit dem 3:1. Drei Schüsse, dreimal unhaltbar in den Winkel. Costa Rica stellt den alten 2-Tore-Vorsprung wieder her. Ein schöner Konter. Gut, der war jetzt nicht ganz so hundertprozentig in den Winkel platziert wie die ersten beiden, aber trotzdem muss man ja doch einfach mal den Costa Ricanern vorhalten. Serbien hat hier um die 12 Chancen und bringt dabei keinen einzigen vernünftigen Abschluss zustande. Und Costa Rica kommt dreimal vor das gegnerische Tor und haut ihn dreimal einfach eiskalt rein. Chancenverwertung, Thema Chancenverwertung. Da können die Bayern-Fans diese Saison einfach ein Lied von singen. Das kann halt Spiele entscheiden. Aber Serbien will hier unbedingt noch zumindest den Ausgleich. Nächster Eckball, 87. Minute. Der muss jetzt eigentlich rein. Der Torwart ist mit vorne. Wenn der nicht reingeht, gibt es quasi das 4:1 und die Entscheidung. Aber wenn der reingeht, Latte, Nachschuss. Immer noch der Ball nicht geklärt. Jetzt ist er geklärt. Aber der Ball beim gegnerischen Torhüter. Weiter Ball vorne in die Offensive. Aber jetzt ist es geklärt. Und jetzt kann Costa Rica das Ding nochmal in die gegnerische Hälfte treiben. Und damit sollte Serbien jetzt einfach die Zeit fehlen, um noch 2 Tore zu ziehen. Die Nachspielzeit ist nämlich gleich abgelaufen. Nochmal der weite Ball nach vorne. Aber 2 Tore in der kurzen Zeit werden wohl nicht mehr gelingen. Dann mangelt es im Endeffekt tatsächlich an der Abschlussstärke. Und das war's. Costa Rica gewinnt nicht unbedingt verdient mit 3:1 im vielleicht furiosesten Spiel unserer kompletten WM-Prognosen. Und mit der wahrscheinlich schlechtesten Chancenverwertung der kompletten WM-Prognosen, die wir hier gesehen haben. Ich denke mal, die kompletten Highlights bestehen aus Paraden von Keylor Navas. Den würde ich persönlich auch definitiv zum Spieler des Spiels wählen. Das Spiel sagt allerdings was anderes. Das hat ein paar 9,5er, 9,2er, 9,3er da vorne für die 3 Torschützen. Da war es nur mit einer 8,2. Wahrscheinlich, weil er sich ein Tor gefangen hat. Ansonsten, mein Tipp für diese Partie wäre tatsächlich das allererste Unentschieden. Und ich würde sogar auf die allererste 0-0 tippen. Ich tippe tatsächlich, auch wenn ich das nicht sehen will, ein 0-0. Costa Rica darf mich gerne wieder überraschen. Serbien darf gerne stärker sein, als ich sie einschätze. Aber mein Tipp ist wirklich ein 0-0 für dieses Spiel. Wir sehen 20:5 Schüsse, 9:3 Torschüsse. Aber es ist ein 3:1. So fühle ich mich immer im Online-FIFA. Ja, und damit übernimmt Costa Rica zumindest kurzzeitig die Tabellenführung. Zumindest bis zum nächsten Spiel, welches wir am heutigen Tage noch sehen werden. Beziehungsweise übernächstes Spiel. Denn das nächste Spiel ist erst einmal Deutschland gegen Mexiko. Endlich ist es soweit. Endlich darf auch die deutsche Nationalmannschaft in diese WM eintreten. Im nächsten Spiel ist es soweit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet dann auch ein. Bis dann und auf Wiedersehen.